Faust ein Drache im Schweriner E-Werk? Dies ist eine der Arbeiten des Hamburger Künstlers Paul Spengemann, die noch bis zum 28. Oktober im Kunstverein Schwerin zu sehen ist. Spengemanns Bewegtbildarbeiten zeigen jede für sich viele Facetten der Videokunst und spielen mit den Sehgewohnheiten der Betrachter. In der Kunsthalle im E-Werk sind sie raumgreifend zu erleben. Der Kunstverein Schwerin richtet diese Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Rahmen des Columbus-Förderpreises aus. Seit 2011 wird dieser hochdotierte Förderpreis in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine vergeben. Paul Spengemann wurde in diesem Jahr von der Jury eindeutig zum Preisträger gekürt. Sein Werk ist Dienstag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.